Super, dass du wieder da bist. Heute ist es wieder Zeit für ein kurzes, knackiges Workout, das du durchführen kannst, wenn du dein Kind schon bekommen hast. Ich passe natürlich immer darauf auf, dass ich dich darauf hinweise, wie man die Grundspannung richtig anspannt, wie du wirklich auf deinen Beckenboden und auf dein Korsett achtest. Und dann bin ich mir sicher, wenn du oft diese kleinen, kurzen Workouts durchführst, dass du im Alltag das Ganze viel besser kontrollierst und auf Dauer merkst, dass dein Körper sich wirklich richtig schön verändert in die Richtung, wie du das gerne hättest. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitnesscoach für Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt und vor allen Dingen für die schöne Zeit nach der Geburt mit dem Kind, damit du dir als Mutter wieder ein richtig tolles Leben und vor allen Dingen einen wunderschönen Körper aufbauen kannst, der dich hält und auf den du dich richtig verlassen kannst. Noch an dieser Stelle, ich verlinke dir unten in der Infobox noch eben die Videos, damit du verstehst, wie man wirklich die Grundspannung aufbaut. Mach das auf jeden Fall vorher, weil hier weise ich eher darauf hin und das richtige Erklären kommt dann eben in den anderen Videos. Wir beginnen mit einem leichten Gang. Knie mitnehmen, Arme mitnehmen. In dieser Position starten wir direkt mit der Grundspannung. Stell dir deinen Beckenboden vor, du ziehst deine Sitzhöcker aufeinander zu, sie bleiben natürlich in der Position, Knochen kannst du nicht bewegen. Steißbein und Schambein aufeinander zu, Beckenboden von vorne nach hinten verkürzen und die drei Öffnungen schließen. Das heißt, Urin aufhalten, Stuhl aufhalten und wenn du mit deinem Partner schläfst, den Partner festhalten. Arme mitnehmen. Dazu kommt der Korsettmuskel. Du stellst dir die Haselnuss in deinem Bauchnabel vor, einziehen und die Haselnuss zusammendrücken. Die ganzen Korsettmuskel nach vorne ziehen, wenn du dir das wie eine Sonne vorstellst, als wenn alle Strahlen in die Mitte wollen. Und weitergehen. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Du ziehst ein Knie höher. 2, 3, 4, 5. Anderes. 2, 3, 4 und 5. Erste Seite. 5 und noch 5 nach außen. 2, 3, 4 und 5. Das gleiche auf der anderen Seite. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Wieder nach vorne. Normal weitergehen. Immer noch die Grundspannung halten. Beckenboden fest, Korsett fest. Und die Unterarme kreisen. Schulterblätter bleiben unten. Und kreisen, kreisen, kreisen. Und andersherum. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Korsett eng. Denk an die Sonne, die sich zusammenzieht. Und den Beckenboden. Alle drei Anteile. Und locker. Schultern nochmal kurz kreisen. Okay, gut. Wir gehen normal weiter und machen jetzt Fußkombination. Und das heißt, wir lenken uns von der Grundspannung ab, versuchen aber, sie trotzdem maximal zu halten. Überleg nochmal, Beckenboden, alle drei Anteile, rechts, links, vorne, hinten, alle drei Öffnungen schließen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Und wir beginnen erstmal damit, mit dem Fuß im Wechsel nach hinten zu gehen. Beckenboden fest, Korsett fest, Schulterblätter runter, Arme mitnehmen, wenn möglich tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Und weiter. Im Wechsel, genau. Guck nochmal, was dein Beckenboden macht, was dein Korsett macht. Schulterblätter durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Okay. Sitzt, normal weitergehen. Jetzt nehmen wir gleich eine Kombination, Fuß geht nach hinten und danach überkreuzt, der gleiche Fuß. Okay, gut. Du gehst nach hinten und überkreuz. Wieder aufsetzen. Nach hinten, überkreuz und wieder aufsetzen. Das ist der Ablauf. Beckenboden wieder fest, Korsett fest, Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Arme mitnehmen, weiter atmen, Nase ein, Mund wieder aus. Und dein Fuß geht hinten, Seite, ran. Hinten, Seite, ran. Hinten, Seite, ran. Beckenboden, Korsett, Schulterblätter, Nase einatmen und den Mund wieder aus. Und weiter. Hinten, außen, ran. Hinten, außen, ran. Hinten, außen,
ran. Wieder dynamischer mit dem Gang zusammen. Wir machen noch eine Steigerung mehr. Wenn wir von der Seite kommen, ziehen wir das gleiche Knie einmal nach oben und setzen dann erst auf. Erstmal wieder schöne Bewegung. Überleg nochmal, wie geht das mit dem Beckenboden, wie geht das mit dem Korsett, Schulterblätter runter. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Genau. Okay, wir beginnen wieder mit dem Bein. Nach hinten, nach außen, nach oben und ran. Nach hinten, nach außen, nach oben und ran. Beckenboden fest, Korsett fest, Schulterblätter runter und zusammenziehen. Fuß hinten über Kreuz und hoch. Hinten, Seite, hoch. Hinten, Seite, hoch, abstellen. Hinten, außen, hoch, abstellen. Nochmal. Jede Seite noch einmal. Und einen letzten. Und wieder dynamische Bewegung. Gang, Arme mitnehmen. Kontrollier nochmal, ob du den Beckenboden wirklich fest hast. Ob du die Haselnuss wirklich fest hast. Schulterblätter runter, aufrechten Stand. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Und weitergehen. In der Zeit gehst du schon langsam weiter nach außen mit den Füßen. Und stellst dich fest hin. Fersen in die Unterlage. Nochmal den Beckenboden richtig nachspannen. Und rechts, links, vorne, hinten alle drei Körperöffnungen schließen. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Haselnuss richtig vorne einklemmen und zusammen. Diese Spannung nutzen wir, um die Hände vorne zusammenzuführen. Unterarme ergeben eine Linie, Schulterblätter bleiben unten und die Handgelenke zusammen. Also hier ist der Hauptdruck. Hände zusammendrücken, Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Halten, halten, halten. Und weiterhalten. Denk nochmal an deinen Beckenboden. Fersen in die Unterlage drücken. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Und halten, halten, halten. Kurz lösen, lockern. Nochmal wieder Fersen in die Unterlage. Beckenboden fest. Alle drei Anteile. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Unterarme zusammen, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinter zusammen. Unterarme ergeben eine Linie. Richtig zusammendrücken, dass du merkst, dass der Brustmuskel arbeitet. Und durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Weiter, weiter, weiter. Halten, halten, halten. Und nochmal halten, nochmal alles nachspannen. Beckenboden vorne, hinten, rechts, links in die Mitte. Drei Körperöffnungen schließen. Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Haselnuss einziehen, Haselnuss richtig einklemmen vorne im Bauchnabel. Langsam lösen, lockern, ruhig mal kurz von der Stelle. Bisschen Bewegung immer rein, dass die Durchblutung wieder gut läuft. Nochmal wieder leicht breitbeinig. Fersen in die Unterlage, leicht in die Knie. Rechts, links, Beckenboden in die Mitte. Vorne, hinten, Beckenboden in die Mitte. Drei Körperöffnungen schließen. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken. Unterarme ergeben eine Linie und richtig zusammendrücken. Drücken, 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 drücken. Komm, das schaffst du auch im Alltag. Ziehst durch. Jede Sporteinheit, die du machst, bringt dich näher zu deinem Ziel. Es ist gar nicht so schwer, den Traumkörper zu bekommen, den du möchtest. Du musst einfach nur kleine Schritte immer wieder machen. Und wenn du dann siehst, wie dein Körper sich verändert, hast du auch noch viel mehr Lust. Es motiviert dich. Bleib einfach dran, dran und dran. Und langsam lösen, lockern. Okay, wir gehen noch mal kurz auf der Stelle. Arme mal kurz greifen. Handgelenke lockern. Die Ellbogen mit dazu beim Greifen. Ich drehe auch mein Handgelenk. Handfläche guckt runter, Handfläche guckt hoch. Einfach lockere Schulterkreise mit leichten Ellbogenbewegungen dazu. Das Ganze andersrum. Super. Und mit der Einatmung gehst du hoch. Mit der Ausatmung runter. Wieder hoch. Und runter. Einmal noch ganz langsam. Stehen bleiben. Und super.
kurzes, knackiges Workout, das du auf jeden Fall auch in deinen Alltag integrieren kannst. Vieles geht auch einfach mit Kind auf dem Arm, wenn es nicht gerade schon einen Führerschein hat. Mit so einem kleinen Baby geht es ganz gut, dann lässt du die Armbewegung eben weg. Es geht doch hauptsächlich um die Grundspannung. Wichtig ist nur, dass du es machst. Mir hat das auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich bin mir ganz sicher, wenn du diese Workouts, die ich dir hier präsentiere, immer wieder in den Alltag integrierst, jeden Tag mal eins davon machst, dass du die Unterschiede schon spürst. Ich habe ja auch längere Workouts dabei, wenn du mal mehr machen willst. Und es kommen auch von diesen ganzen Workouts für die Zeit nach der Schwangerschaft, bis du den Körper hast, den du wirklich haben willst, immer wieder Workouts, verschiedene Längen. Bleib auf jeden Fall dran. Ich empfehle dir zu 100%, dass du meinen Kanal abonnierst und das kleine Glöckchen aktivierst. Dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn ich wieder so ein geniales Workout für dich herausgebracht habe. Es kommen auf diesem Kanal noch unglaublich viele Videos, bis alle Mütter hier auf dieser Welt so eine Figur haben, wie sie gerne hätten. Denn das Thema ist mir unglaublich wichtig, denn ich weiß, es geht nicht nur um schön aussehen, sondern es geht darum, sich frei im Körper zu fühlen, ohne Rektusdiastase, ohne Inkontinenz und so weiter und so fort. Denn wir sind Mütter und wir wollen das Leben wirklich genießen mit unseren Kindern. Wenn du mich privat mehr kennenlernen willst, dann guck doch mal bei Facebook vorbei oder bei Instagram. Alles ganz normal mit meinem Namen. Ich bin einmal die Woche hier auf YouTube live, damit du mir alle Fragen stellen kannst, die du möchtest. Da freue ich mich auch immer drauf. Also es ist richtig genial und es ist super, wie die ganzen Entwicklungen sind. Durch meine Online-Kurse, beziehungsweise ich habe ja meine eigene Akademie gegründet, helfe ich Frauen regelmäßig immer wieder, dass sie sich wirklich ihren Körper verändern. Ich empfehle auch dir, das wirklich durchzuziehen, denn du wirst merken, es ist ein Riesenunterschied, wenn man mal wirklich mit einem System arbeitet und der Körper dann wirklich Step by Step by Step sich so entwickelt, wie du das schon immer wolltest. Guck genau hin, beobachte dich. Und schau auch, was machen überhaupt die anderen, warum funktioniert es bei denen nicht so richtig, wie du dir das eigentlich selber vorstellen würdest. Und dann wirst du merken, wenn du auf dich vertraust, dass du die richtigen Schritte gehen wirst. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Mir hat es hier richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Maike Drosselmann.